in diesem Teil geht es um die Jungpflanzenanzucht und vor allem um das Saatgut, wann man was pflanzen kann und wie man weiß, wann was in die Erde kommt. Hi, ich bin Art und wie gerade schon geteasert, heute geht es hier ums Saatgut und darum, wann man was pflanzt und woher man das weiß und so weiter und so fort. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Saatguttütchen. Einmal eine Paprika und einmal der Kohlrabi Superschmelz, dieser richtig große, den ich auch immer wieder habe, der mir immer sehr, sehr gut gefällt, von zwei verschiedenen Herstellern. Und das ist eigentlich schon alles, was man braucht, wenn man wissen möchte, wann was in die Erde kommt, wie man es macht und so weiter und so fort. Also mein größter und bester Tipp ist schon mal direkt, dass immer alle Angaben auf der Rückseite der Saatguttütchen stehen. Wenn ihr was kauft, findet ihr dort detailliert die Aussaattermine, Keimung, Kultur, Standort, Ernte, Verwendung. Das ist immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Hier zum Beispiel steht das anders drauf. Hier steht dann zum Beispiel Aussaat, Doppelpunkt Mitte bis Ende Februar, Keimtemperatur 22 Grad. Und das dann hier so mit römischen Zahlen oben nochmal verdeutlicht. Finde ich immer ein bisschen kompliziert, diese Darstellung. Lieber mache ich das so, wie das hier auf der anderen drauf ist, dass man halt sieht, Aussaat Februar bis März ins Frühbeet oder Aussaat gefäße Direktsaat ins Freiland ab Ende März bis Mitte Juni. Hier sieht man jetzt zum Beispiel schön, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt der Kohlrabi Superschmelz, den baue ich immer super, super gerne an. Und hier steht dann direkt auch als Tipp drauf die Frühsaat. Das heißt, wenn man die auf der Fensterbank anzieht, unter LED oder in einem leicht beheizten Gewächshaus, kann von Februar bis März stattfinden. Und die Aussaat ins Freiland von März bis Mitte Juni. Das heißt, erst ab März sind die Temperaturen so, dass man die Pflanze raussetzen kann oder das Saatgut raussetzen kann. Fängt man jetzt aber schon im Haus früher an, ab Februar bis März, dann haben die Pflanzen halt schon 4 Wochen oder je nachdem wie früher man anfängt, bis 6 Wochen Vorsprung und man kann diese kleinen Pflänzchen dann direkt ins Freiland setzen, was ich im ersten Teil von der Anzuchtsreihe schon erklärt habe. Das ist halt schön, dass man das für jede Sorte nochmal spezifisch hier draufstehen hat. Es gibt ja auch noch andere Kohlrabi-Sorten, die werden dann anders ausgesät. Das heißt, wenn man versucht, sich irgendwie eine Anzuchtliste zu erstellen, die es schon vorgefertigt gibt, sind scheiße. Weil da steht dann Kohlrabi drauf, Aussaat Februar bis März, sage ich mal jetzt einfach. Aber es gibt halt auch noch andere Kohlrabi-Sorten, nicht nur den Superschmelz, zum Beispiel den man nochmal später im Jahr vorziehen kann, also zum Ende des Sommers hin, dass man den dann im Herbst im Beet hat und dann zum Winter hin ernten kann. Das gibt es mit allen möglichen Sachen, zum Beispiel mit anderen Kohlsorten nochmal, mit Porree, gibt es Sommerporree, Winterporree oder zum Beispiel der Salat Wintermarie, den kann man halt im Herbst aussehen, damit man im Frühjahr eine Ernte hat. Aber es gibt natürlich auch Salat, den man im Frühjahr aussät, damit man im späten Frühjahr eine Ernte hat oder welchen, den man im frühen Sommer aussät, damit man im späten Sommer eine Ernte hat. Also das ist, diese Listen sind halt meistens viel zu verallgemeinert. Deswegen kann man sich dann schön, wenn man weiß, was man anbauen will. So, ich bin zum Beispiel einer, der baut gerne bestimmte Sorten an, wie halt hier den Kohlrabi Superschmelz oder die Paprika Pimentos de Padron. Und dann bestelle ich mir das Saatgut, habe das dann zu Hause und wenn ich das dann hier habe, dann kann ich drauf gucken, von wann bis wann die Aussaaten sind und kann demnach dann meinen Plan erstellen. Entweder ich schreibe das auf in einer Liste. Dazu gibt es ein schönes Video und einen schönen Link vom Stefans Hobbygarten. Das verlinke ich unten auf jeden Fall mal. Weil dort kann man auf Excel eintragen, wann man aussät im Haus, wann man draußen aussät, wann man auspflanzt, wann die Erntezeit ist und so weiter und so fort. Dann hat man alles in einem Überblick. Man kann dann sortieren nach Januar, Februar, März, April. Sagen wir mal, wir sind jetzt halt noch im Januar, sind wir ja gerade. Dann kann man da Januar einstellen und dann sieht man, welche Pflanzen alle jetzt im Januar gesät werden müssen, damit man einfach nicht zu spät ist. Und da kann man dann die Sachen reintragen, die man wirklich anbauen möchte, mit den richtigen Sortenbeschreibungen. Weil die, die allgemein sind, sind halt ja, viel zu allgemein und somit Mist. Das so zum ersten Tipp. Dann gibt es natürlich auch Exoten, zum Beispiel wieder echte Pfeffer. Die kann man natürlich ganzjährig im Haus anpflanzen.
Dann braucht man aber auch wieder, kommen wir wieder zu der Thematik Licht, dann braucht man aber sehr wahrscheinlich auch Zusatzlicht oder halt ein sehr, sehr schönes Fenster, was zum Süden hin gerichtet ist. Und wenn es dann warm genug ist, kann man die Pflanzen natürlich auch rausbringen. Aber bei einigen Sachen steht halt auch, dass sie ganzjährig im Haus angepflanzt werden können. Und jetzt komme ich nochmal auf ein paar spezielle Sorten zu sprechen. Das hatte ich im ersten Video ja auch schon etwas angesprochen. Alle wärmeliebenden Sachen müssen anders behandelt werden als die anderen Gemüsesorten. Zum Beispiel Tomate, Paprika, Chili, Aubergine, Physalis und andere Exoten. Die brauchen eine warme Temperatur, wenn sie keimen. Das heißt, entweder auf die Heizung stellen oder auf eine Heizmatte während der Keimung und nach der Keimung dann einfach bei Zimmertemperatur oder kühler stellen, damit die schön kompakt wachsen und nicht direkt schießen. Anders ist das bei Salaten, Kohlsorten, alles Mögliche halt, was nicht diese wärmeliebende Pflanze ist. Die brauchen am Anfang zum Keimen nicht so hohe Temperaturen. Die mögen es lieber, wenn die direkt relativ kühl stehen und dort keimen und auch wachsen. Wenn man die zu warm im Haus hat mit 20 Grad, da besteht die Gefahr, dass sie schießen. Deswegen da wirklich darauf achten, dass die Pflanzen lieber etwas kühler stehen als zu warm, weil die sonst anfangen zu schießen. Wenn es ein bisschen kühler ist, wachsen die vielleicht langsamer, aber man hat halt am Ende kräftigere Pflanzen. Das heißt, man sollte jetzt nicht die Anzucht, sage ich mal, im Wohnzimmer vornehmen, wo es meistens sehr warm ist, sondern vielleicht in einer Abstellkammer, im Keller, in einem Treppenaufgang, was weiß ich. Da, wo es halt ein bisschen kühler ist und nicht volle Pulle mit Heizung geheizt wird. So, dann wollte ich noch einen kurzen Tipp erwähnen. Zum Beispiel habe ich hier Schnittlauch-Saatgut, was ich letztes Jahr gewonnen habe. Und hier steht jetzt natürlich nichts drauf, könnte man sich auch im Internet erkundigen. Aber das ist auch so eine Sache, die man sich schön als Küchenkräuter heranziehen kann. Das heißt, die kommen nie nach draußen. Ich werde die jetzt im nächsten Video im Praxisteil aussäen. Und dann werden die im Haus wachsen, wird der Schnittlauch im Haus wachsen. Und dort werde ich den dann viel früher ernten können für die Küche, als wenn ich hier warte, bis der Schnittlauch wieder durchtreibt, der draußen steht. Aber dazu dann mehr im nächsten Teil. Und damit will ich mich dann schon verabschieden. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Teil wieder, wenn es heißt, dass wir die ersten Sachen aussehen, dass ich wirklich zeige, worauf man dabei achten muss, damit das nicht nur so Theorie ist, sondern auch Praxis. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Gleich wird es wieder ausführlicher. Einschalten. Bis dahin, ciao, ciao.